Liebe Schwestern und Brüder, Jesus schult seine Jünger. In diesem Evangelium hören wir, wie das geht. Jesus möchte, dass seine Jünger später das weiterführen, was er beginnt. Sie sollen seinen Geist haben, seine Mentalität. Und darum schult er sie. Aber nicht durch ein Seminar oder durch Vorträge, sondern indem er sie mitleben lässt. Sie erleben, was er tut, und das lernen sie. Das Evangelium heute ist eine Zusammenfassung dessen, was die Jünger gelernt haben. Als erstes, wer dieser Jesus ist, den sie begleiten. Es ist der Heiler, der Heiland. Es ist der, der den Menschen wieder die ursprüngliche Möglichkeit des Lebens zurückschenken möchte. All das, was Menschen kaputt macht, was sie zerstört, Krankheiten, alles Mögliche, kann er wieder gut machen. Er heilt die Schwiegermutter des Petrus, er heilt alle Kranken, die kommen, er ist stärker als alles Zerstörerische. Auftrag der Jünger ist, ihr sollt den Menschen Heil bringen. Ihr sollt mithelfen, dass ihr Leben wieder heilen kann. Das Zweite, was die Jünger lernen, es gibt Dämonen. Es gibt Kräfte, die den Menschen zerstören und ihm schaden. Und da muss man Widerstand leisten. Als die Dämonen sich zu Wort melden, fährt Jesus sie schroff an und lässt sie nicht zu Wort kommen. In dem Moment, wo böse Gedanken, schlechte Ideen aufsteigen, dann muss man sofort dagegen angehen. Keine Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und den Dämonen. Beides ist nicht zusammen möglich. Und das Dritte, was die Jünger lernen, ab und zu muss man sich zurückziehen in die Einsamkeit und beten. Weil das Gebet ist der Schlüssel für alles, die Intimität mit Gott, die Sicherheit, dass er da ist, die Kraft, die man aus dem Gebet, aus dem Zusammensein mit ihm bekommt. Jesus zieht sich zurück in die Einsamkeit und betet. Und natürlich suchen die Menschen ihn und wollen ihn festhalten. Aber da, das ist das Vierte, was die Jünger lernen, löst sich Jesus. Es geht nicht darum, dass man an einem Ort für immer bleibt, sondern überall muss das Wort Gottes, muss das Reich Gottes verkündigt werden. Und wie wir in der Lesung gehört haben, hat diese Verkündigung die Kraft, zu heilen und Gutes zu bewirken. Wir sind heute die Schüler, die Jünger Jesu. Und wir dürfen heute Morgen diese Dinge von ihm lernen. Wir dürfen weiterführen, was Jesus damals begonnen hat. Aber wir sollen nicht machen, was uns so gerade durch den Kopf geht, sondern wir sollen tun, was er getan hat. Andernfalls würden wir nur den Unglauben in unseren Gemeinden verwalten. Aber wir sind alle aufgerufen, das Reich Gottes zu verkünden, Kraft zu schöpfen aus dem Gebet, den schädlichen Einflüssen der Menschen Halt zu gebieten und durch Jesu Gegenwart Menschen zu helfen, auf die Beine zu kommen, dass sie wieder heil werden und dass sie eine Perspektive für ihr Leben gewinnen.